So ein Landesparteitag ist ja auch immer ein Treffen, wo wir uns in großer Runde alle sehen, die wir uns auch nicht täglich über den Weg laufen. Und deswegen will ich die Gelegenheit nicht versäumen, neben euch, lieben Delegierten und lieben Gästen, ganz herzlich zu begrüßen Anja Bensinger-Stolze, die GEW-Vorsitzende aus Hamburg. Herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Und vor allen Dingen unseren Vizekanzler Olaf Scholz. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute bei uns zu sein. Toll, dass du da bist. Wenn man die Zeitungen in diesen Tagen aufschlägt, und da ist es völlig gleichgültig, welche man bevorzugt an dieser Stelle, ob es Tageszeitungen aus Hamburg sind oder überregionale Medien, dann wird einem etwas besonders deutlich. Wir leben in einer Zeit, in der es einerseits darum geht, sich zu vergewissern, unter welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wir in diesem Land eigentlich gut leben, wirtschaftlich stark, gesellschaftlich gut vorangekommen sind, eine wichtige Rolle in Europa und der Welt spielen. Es geht aber andererseits auch und vor allen Dingen darum, welche Fragen die Menschen in diesem Land jeden Tag bewegen. Unter welcher Überschrift sie ihr gutes Leben organisieren, planen und voranbringen. Eine positive Lebensperspektive zu entwickeln für alle, die gemeinsam zusammenleben, zum Beispiel in einer Stadt, in einem unserer Bezirke, in den einzelnen Quartieren und in der Nachbarschaft. Und das ist es, was man auch und vor allen Dingen, und ich bin ganz sicher übrigens erst recht seit dem vergangenen Sonntag, von uns als Sozialdemokraten in besonderer Weise erwartet. Wir sind nämlich die Partei, die sich diesen Fragen annehmen muss, weil kein anderer wie wir nicht nur fordert, sondern parallel daran arbeitet, wie denn die Dinge auch ins Leben kommen. So dass jeder etwas davon hat, dass es spürbar wird, unmittelbar vor Ort. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Frage, wie wir Bildung in dieser Stadt organisiert haben in der Vergangenheit. Da geht es nicht nur darum, einfach zu sagen, es möge gerechter und qualitativ hochwertig sein. Das ist klar. Sondern es geht auch darum, ganz konkret zu überlegen und vorzuschlagen, wie das passieren kann. Das haben wir gemacht. Mit der Beitragsfreiheit, das haben wir gemacht und tun es weiterhin mit den Qualitätsverbesserungen, damit jedes Kind die Chance hat auf ein positives Aufwachsen. Und das tun wir übrigens auch heute mit einer Reihe von bildungspolitischen Anträgen, die wir nachher inhaltlich in der gebotenen Tiefe besprechen werden. Und das zeichnet uns aus. Und davon dürfen wir nicht ablassen, auch und gerade in diesen Tagen nicht. Es geht darum, sich konkret bewusst zu machen, was brauchen die Menschen in unserer Stadt, um gut leben zu können. Das ist unsere Aufgabe heute und gerade hier ganz besonders. Und dazu braucht es uns. Weil wir sind viele und wir sind in allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten und das ist gut so. Jeder bringt seinen eigenen Lebenshorizont mit ein, seine eigene Erfahrung, seine Überlegungen, wenn es darum geht, konkret etwas für die Menschen zu verbessern. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man womöglich sich im Detail verliert, sondern es geht im Kern um die großen Linien, die uns als Sozialdemokraten bewegen und das müssen sie und davon bin ich fest überzeugt. Gerade in der Situation, in der wir uns heute befinden, und das will ich nicht verhehlen, dass das ein sehr schwieriger Sonntag für uns alle war wahrscheinlich. Ich kenne keine Genossin, keinen Genossen, der das nicht bewegt mit sich. Was bedeutet dieses Ergebnis für uns? Was bedeutet es für die Bayern-SPD, die ja einen engagierten Wahlkampf gemacht hat, aber dennoch ein solches Ergebnis bekommen hat? Was bedeutet das eigentlich, wenn einem Nachwahlumfragen bescheinigen, die Menschen wussten nicht, wofür man steht. Das bedeutet nicht, und davon bin ich fest überzeugt, dass man einfach so tun kann, als wäre nichts gewesen.
Aber das bedeutet ganz besonders, dass man sich genau angucken muss, was sind denn die Fragen, die die Menschen in diesem Land bewegen. Und wenn es dann noch gelingt, und dafür sind wir hier, und da bin ich zuversichtlich, das mit einer positiven Perspektive für diese Stadt zu entwickeln. Uns geht es darum, dass Hamburg vorne bleibt und weiter vorankommt, und zwar für alle Menschen in dieser Stadt, egal wo sie wohnen, mit dem, was sie sich wünschen für ihr persönliches Leben, unter der Überschrift Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und darum möchte ich euch alle bitten, lasst uns das ganz bewusst machen, weil es geht in der nächsten Woche darum, dass die Sozialdemokraten in Hessen genau dafür antreten müssen, und wir wollen ihnen alle Chancen geben, die sie dafür brauchen. Und in diesem Sinne ist es besonders gut und wichtig, dass wir genau in diesen Tagen, und ich bin gefragt worden, Bezirke-Parteitag, jetzt wollt ihr nicht irgendwas machen über GroKo oder so. Genau in diesen Tagen kommt es genau darauf an, dass wir die Partei sind, auf die sich die Menschen verlassen können, die nicht fordert, sondern liefert, die sich nicht nur vornimmt, etwas fürs Klima zu tun, sondern konkret auch weiß, wie man es umsetzen kann und daran arbeitet, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, und dafür sind wir hier heute zusammengekommen und wir haben uns richtig was vorgenommen, und in diesem Sinne wünsche ich uns einen wunderbaren Parteitag. Wir werden zeigen, dass wir die Inhalte, nämlich, und das ist nichts anderes als das, worum geht es den Menschen im Beruf, im Privatleben, im Ehrenamt, in der Schule, in der Kita und auch bei den Fragen, wie komme ich in der Stadt von A nach B, natürlich ganz besonders. Wie erreiche ich mein Bezirksamt? Kann ich meinen Arbeitsplatz behalten? Was wird aus dem Hafen? Das darf man gar nicht geringschätzen, denn das sind die Themen unserer Zeit, und die werden wir heute hier besprechen, in der gebotenen Gründlichkeit. Ich glaube, das werden wir gut machen. Viel Erfolg, gute Debatten uns allen. Und jetzt freue ich mich sehr, unseren ersten Bürgermeister Peter Tschentscher anzukündigen. Denn mit ihm an unserer Spitze sind wir ein Garant dafür, dass wir nicht nur Stabilität, sondern auch positive Perspektive für diese Stadt haben. Ich danke euch. Ja, liebe Melanie, herzlichen Dank für diese politische Einordnung, die freundliche Begrüßung. Liebe Genossinnen und Genossen, moderne Großstadtpolitik für starke Hamburger Bezirke, das soll uns heute beschäftigen. Dazu gibt es sehr viele gute Vorschläge und Anträge. Aber aus aktuellem Anlass möchte ich gerne etwas zum Thema Fernwärme sagen, weil in der letzten Woche einige sich überrascht gezeigt haben, dass wir nun einen Rückkauf anstreben, wie das im Volksentscheid im September 2013 entschieden wurde. Auch uns hat das ja all die Zeit sehr bewegt. Und ich sage ganz klar, Volksentscheide sind verbindlich. Und im Gegensatz zu früheren Senaten und zu manch anderem Strategen, der so durch die Stadt geht, setzen wir Volksentscheide um. Darauf können sich alle Hamburgerinnen und Hamburger verlassen. Und deshalb haben wir 2014 zum erstmöglichen Termin das Stromnetz zurückgekauft. Anfang dieses Jahres das Gasnetz. Und in den letzten Monaten haben wir uns gekümmert um den Rückkauf des Fernwärmenetzes. Wir haben dabei nicht über das Ob nachgedacht und gesprochen, sondern über das Wie des Rückkaufs. Und wir haben darüber mit Vattenfall verhandelt, übrigens sehr konstruktiv in vielen Bereichen. Und bei diesen Verhandlungen haben wir außer mit dem, über den Rückkauf haben wir gleich zwei andere Themen noch mit abgearbeitet. Erstens, wie wird Fernwärme in den nächsten Jahrzehnten in Hamburg überhaupt erzeugt? Denn das ist ja der Unterschied zum Gas- und Stromnetz. Dass es auch darum geht, wie wir diese eigentlich sehr sinnvolle Energie-Wärmeproduktion in Hamburg in Zukunft erzeugen. Und da gibt es
den Vorschlag, das Moorburg-Kraftwerk anzuschließen. Und das wird mit Kohle betrieben. Und genau das ist ein Problem, weil Kohle ist unter den fossilen Energieträgern der umweltschädlichste, mit der schlechtesten CO2-Bilanz. Und das wird auch in den nächsten Jahren immer weiter zu einem drängenden Problem. Und das Königreich Schweden, Eigentümer Vattenfalls, hat schon beschlossen, aus den fossilen Energien vollständig auszusteigen. In Deutschland ist die Diskussion in dieser Richtung schon im Gang. Es wird auf jeden Fall einen Druck geben, auch einen Kostendruck auf die Produktion von CO2. Und deswegen sagen wir, keine Fehlinvestitionen in eine solche Kohletechnologie. Wer preiswerte und ökologische Fernwärme will, dem sage ich, Finger weg von der Kohle. Was macht man dann also, um die Altkraftwerke Wedel und Tiefdack abzulösen? Das hätte ja eigentlich in den letzten Jahren schon passieren können. Darüber haben wir mit Vattenfall und unseren eigenen Technikern ein sehr einvernehmliches, gutes, klimafreundliches Konzept erstellt. Es beruht darauf, dass wir Abwärme, die sowieso entsteht in den Müllverbrennungsanlagen der Stadt oder in den Industriebetrieben bei uns, dass wir diese nutzen und es ergänzen um ein modernes Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk, das mit Gas betrieben wird. Und das ist dann insgesamt eine technisch sehr moderne, aber machbare und vor allem auch wirtschaftlich mögliche Lösung, um stabile Preise für die Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, sodass niemand deshalb mit höheren Wärmekosten in Hamburg rechnen muss. Und darauf haben wir ganz besonders geachtet, dass wir eben nicht nur den Volksentscheid irgendwie umsetzen, sondern Volksentscheid richtig umsetzen heißt, klimafreundliche Fernwärme herstellen und dafür sorgen, dass deshalb in Hamburg niemand draufzahlen muss. Um das hinzubekommen, den technischen Umbau, der die nächsten Jahre in Anspruch nehmen wird, und um die Preisgarantie sicherzustellen, mussten wir die unternehmerische Führung auch im Fernwärmesystem bekommen. Und dazu war Vattenfall nicht bereit. Und deshalb mussten wir unser Recht zum Kauf wahrnehmen, das wir 2014 rausverhandelt haben. Und klar ist, wenn man etwas kauft, muss man es auch bezahlen. Dafür gibt es einen Mindestpreis von 950 Millionen Euro. Ursprünglich war das Netz mal mit 1,3 Milliarden Euro bewertet worden. Und wir haben es damals zu diesem Preis nicht gekauft. Man kann ganz klar sagen, dafür haben wir schon mal 350 Millionen Euro weniger zu bezahlen, wenn wir jetzt Eigentümerin dieses Netzes werden. Aber wir haben darüber hinaus noch eine Wertermittlung vorgenommen, die mit den für die Stadt entscheidenden Annahmen erstellt wurde. Und das ist geprüft worden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, PwC. Und das Ergebnis ist, der Wert rechtfertigt den Mindestkaufpreis, auch wenn das einigen nicht gefällt, die noch nie vorhatten, Volksentscheide umzusetzen. Und deshalb steht für uns fest, es gibt keine rechtlichen oder wirtschaftlichen Hindernisse, den Volksentscheid umzusetzen. Deshalb sollten wir genau das tun. Wir nehmen die Energienetze wieder in die öffentliche Hand, um klimafreundliche, sozialverträgliche und preiswerte Energieversorgung für alle Hamburgerinnen und Hamburger sicherzustellen. So, soweit zum Thema Fernwärme. Jetzt kommen wir zur Hamburg-Politik, zu dem, was in den Leitanträgen steht, zur Bezirkspolitik, zu vielen Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Im kommenden Jahr haben wir ein wichtiges Ereignis, die Europawahl. Da haben wir übrigens eine super Kandidatin. Katharina Barley ist die beste Personalentscheidung der letzten Zeit und wir können wirklich sagen, eine hervorragende Personalentscheidung. Ich bin sehr sicher, dass wir damit einen sehr guten Europawahlkampf führen können.
Jeder, der Sie kennt, der Sie mal erlebt hat, wie Sie spricht, wie Sie argumentiert, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Spitzenkandidatur. Und das ist gut, weil wir zum gleichen Zeitpunkt eben in Hamburg unsere Bezirkswahlen haben. Dafür zeigt der Leitantrag und die anderen Anträge, dass wir ziemlich viele Themen haben. Und das Besondere daran ist, dass die Bezirkspolitik sich eigentlich gar nicht von der Landes- und Senats- und Bürgerschaftspolitik trennen lässt. Sondern wenn Senat und Bürgerschaft ihre Ziele erreichen wollen, brauchen sie starke Bezirke. Und umgekehrt, wenn Projekte, gute Projekte in selbstständigen Bezirken eine Rolle spielen sollen, wenn sie wirklich erfolgreich sein sollen, dann muss das Hand in Hand gehen mit einer sinnvollen, mit einer langfristig, mit einer positiven Senatspolitik für ganz Hamburg. Und das ist ja gerade unsere Stärke als die SPD-Hamburg-Partei. Wir haben eine Politik aus einer Hand, wo die Dinge ineinander greifen, indem wir für ganz Hamburg denken und in den Bezirken handeln und umgekehrt aus den Bezirken heraus positive Impulse, gute Ideen heraus entwickeln, aus denen wir heraus Politik für ganz Hamburg machen können. Und das ist im Wahlkampf natürlich immer so eine Balance. Einerseits muss man erst mal wissen, was man will. Da sehe ich bei einigen, die in der Stadt Politik machen, nicht so klar, was die eigentlich wollen. Und zweitens muss man es auch umsetzen können. Man braucht das Vertrauen, dass die Pläne, die man macht, dass man sie auch ins Werk setzen kann. Und da können wir mit der Erfahrung der letzten Jahre seit 2011 wirklich sehr selbstbewusst darauf verweisen, was wir gemacht haben. Und wir können sehr gut auf das verweisen, was wir noch vorhaben. Wir können unsere Pläne darstellen. Und genau das unterscheidet uns von anderen. Wir haben einen Plan. Und während die anderen in der Bürgerschaft, in der Öffentlichkeit kritisieren, was sich gerade bewegt in Hamburg, fragt man sich eigentlich, was ist eigentlich deren Plan, zum Beispiel zur Umsetzung von Volksentscheiden. Und ich möchte gerne beginnen mit einem Beispiel unter vielen, aber einem ziemlich wichtigen Beispiel. Ein Thema, von dem ein nicht unbedeutender Journalist sagt, also er sagt, es gibt drei wichtige Themen in Hamburg. Wohnen, Wohnen, Wohnen. Und so ist das auch. Wir erleben das jeden Tag. Ich bin in den Stadtteilgesprächen in Hamburg unterwegs. Jeden Tag sehen wir, was der Mangel an Wohnraum bedeutet. Und zwar für alle. Für die Studierenden, für die Familien, für die Senioren. Alle haben mit diesem Mangel an Wohnraum im praktischen Leben ein Problem. Und der besteht natürlich vor allem darin, dass sich alles blockiert, dass keiner mehr umzieht, weil er die neue Wohnung nicht findet, die günstigere gelegene, die günstigere Miete nicht findet, die er eigentlich braucht. Und der Anstieg der Mieten ist das zentrale Problem, das die großen Metropolen der Welt, wir auch in Hamburg, haben. Aber wir können darauf verweisen, anders als andere, dass wir in den letzten Jahren mittlerweile über 80.000 Baugenehmigungen erteilt haben. Und das geht weiter. Und der Erfolg dieser vielen Jahre aktiver Wohnungsbaupolitik, übrigens vor allem in den Bezirken, ist, dass wir tatsächlich einen geringeren Mietenanstieg mittlerweile sehen, als das der Fall ist in Berlin, in Düsseldorf, in Frankfurt oder in München. Und zweitens können wir das auch jetzt schon sehen, wenn wir die Durchschnittsmieten in Hamburg uns ansehen, von 8,50 Euro pro Quadratmeter. Nur mal so als Beispiel, 8,50 Euro in Hamburg. In München liegt die Durchschnittsmiete im gesamten Wohnungsmarkt bei über 11 Euro. Und das zeigt, was passiert, wenn man bayerische Wohnungspolitik macht und nicht die, die wir in Hamburg seit 7, 8 Jahren praktizieren. Denn dieses Problem, was ganz Deutschland hat derzeit, wird zum Beispiel auf einem Gipfel bei der Kanzlerin vor 2, 3 Wochen besprochen. Und jeder zweite Beitrag sagt, wir müssen dringend etwas tun. Und wie muss man es anstellen? Genauso wie die in Hamburg. Wir sind in der Wohnungsbaupolitik für ganz Deutschland ein Vorbild. Und in allen Facetten, in dem, was wir überhaupt machen, wie wir es organisieren, auch in den neuen Modellen. Da fallen so Sätze wie, wir brauchen jetzt wirklich mal günstigen, guten Wohnungsbau mit, wie man das nennt, Typbaugenehmigungen. Geht denn sowas, ist die Frage. Und dann sagt einer, ja klar, die in Hamburg, die machen es schon. Und das ist,
das, worauf wir verweisen, dass wir das können und dass wir noch einen Plan haben, der darin besteht, jedes Jahr weitere 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, vor allem günstigen Wohnraum zu schaffen. Und das bedeutet 3.000 Sozialwohnungen jedes Jahr, 2.000 Wohnungen, die unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA wieder baut. Und damit kommen wir voran, vor allem mit bezahlbaren Wohnungen. Nun gibt es einen Einwand, der lautet, es fallen ja auch immer wieder Sozialwohnungen aus der Bindung raus. Das stimmt auch. Sozialwohnungen, die vor 10, 15 Jahren gebaut wurden, fallen irgendwann aus dieser sozialen Bindung raus. Und deswegen sagen wir, sagt unsere Wohnungsbausenatorin, verlängern wir ab jetzt die Bindungszeiten von 15 auf 20, in einigen Fällen auf 30 Jahre, damit wir wieder in Hamburg, so wie in Wien, eine Wohnungssituation bekommen, wo es viele günstige Wohnungen gibt für die, die sie dringend benötigen. Dann haben wir weitere Dinge zur Verbesserung der Situation, auch vor allem in den Bezirken. Bezirk Mitte zum Beispiel hat ein massives Problem, aber auch an anderen Stellen mit, ich will das mal so nennen, ungebetenen Gästen in Wohnungen, die nur dafür angemietet werden, dass sie für Touristen vermietet werden. Und das ist eine Zweckentfremdung von Wohnraum. Genau deshalb hat die Bürgerschaft mit den Stimmen unserer Abgeordneten diese Woche entschieden, dass wir den Wohnraumschutz verbessern und dass wir in Zukunft genau darauf achten, wie lange und von wem tatsächlich Wohnungen vermietet werden. Nun gibt es nicht nur Einkommen, die unterhalb der Grenzen von Sozialwohnungen liegen. Das ist bei vielen der Fall, aber es gibt auch viele, ich sag mal Normalverdiener, die liegen so gerade eben oberhalb der Einkommensgrenzen für eine Sozialwohnung. Die können aber trotzdem nicht eine Miete von 12, 13, 14 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Und für diese haben wir etwas Neues entwickelt, was wir in den nächsten Jahren mit Unterstützung der Bezirke an vielen Stellen machen wollen. Das ist der sogenannte 8-Euro-Wohnungsbau. Das bedeutet, wir geben günstige Grundstücke an Wohnungsbauunternehmen, die sich verpflichten, eine Anfangsmiete von 8 Euro zu nehmen. Das ist ziemlich gut. Die auch sich verpflichten, das 5 Jahre nicht zu erhöhen und dann nur im Inflationsausgleich bis 30 Jahre Bindung. Und sie müssen sich verpflichten, diese Wohnung dann auch im Bestand zu halten, also sie nicht zu verkaufen, sodass wir ein neues Segment schaffen, ein völlig neues Segment. Günstige Grundstücke mit gutem, effizienten Wohnungsbau für 8 Euro pro Quadratmeter. Und davon wollen wir in ganz Hamburg Angebote schaffen für alle die, die das brauchen, weil sie ein normales Einkommen haben, mit dem man eben nicht Luxuswohnungen für 12, 13, 14 Euro bezahlen kann. Und davon brauchen wir viele Projekte. Das ist auch etwas, was Menschen verstehen, die sagen, wo sind denn die Wohnungen, die wir wirklich brauchen, außer denen, die ich so in der Zeitung lese. Und wir brauchen diese Wohnungen für diese Einkommensgruppen, wir brauchen aber auch viele andere Projekte für Sozialwohnungen, für Senioren. Wir haben jetzt uns vorgenommen, viele spezielle Wohnprojekte für Senioren, einzelne Wohnungen, die aber gut integriert sind in den Stadtteil, die gut integriert sind in ambulante Hilfssysteme, die wir dringend brauchen, weil wir einen Hamburg uns vorstellen, in dem wir in jedem Alter vom Kindesbeinen an über die Familien bis ins hohe Alter gut leben wollen. Und lasst euch bitte nicht erzählen, dass der Wohnungsbau in Hamburg, dass das Wachstum in Hamburg nicht weiter geht. Es geht. Hamburg ist so groß, annähernd so groß wie Berlin, und hat nur halb so viele Einwohner. Wien zum Beispiel gilt als eine der attraktivsten Städte Europas, nach Hamburg. Hat genauso viele Einwohner wie wir, aber ist nur halb so groß. Was ich damit sagen will, ist, wir können in der von uns geliebten Struktur Hamburg, so wie Hamburg ist, können wir wachsen, ohne dass Hamburg seinen Charakter verliert.
Wir haben einen zentralen Kern, der dicht bebaut ist, aber wir haben dann aus der alten Schuhmacher sozusagen Stadtentwicklungsphilosophie heraus, haben wir die Achsen, die wie so eine Feder in die Umlande, in die Landregionen hineinreichen, wo die Bebauung dann geringer wird, wo es dann etwas freier wird. Und in dieser Struktur, die wir erhalten können, werden wir, wenn wir das richtig anstellen, positives Wachstum gestalten, an den richtigen Stellen verdichten, neu bauen, an vielen Punkten, an den richtigen Positionen, aber auch an anderen Stellen entsiegeln und neues Grün schaffen. Und auch das können wir zeigen, dass das geht. Wir haben seit 2011, trotz der 80.000 zusätzlichen Baugenehmigungen, viele hundert Hektar zusätzliche Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, öffentliche Grünanlagen und Biotope geschaffen. Das geht Hand in Hand. Bauen an den richtigen Stellen und grüner werden, ökologischer werden an vielen anderen Stellen. So schaffen wir ein Hamburg, das wächst und dabei attraktiver wird. Ein besonderes Projekt, was es auf einen Punkt bringt, ist der Deckel über die A7-Autobahn. Das kostet 200 Millionen, jedenfalls unser Teil, aber wir haben die wirtschaftliche Kraft, das zu machen. Und da merkt man, wie es zusammengeht, dass eine zentrale Verkehrsader, wichtig für ganz Deutschland, auch für uns in Hamburg, dass eine solche zentrale Verkehrsader leistungsfähiger wird und wir bauen mit diesem Deckel eine Konstruktion, die dazu führt, dass es für die Anwohnerinnen und Anwohner leiser wird, dass die zum ersten Mal seit Jahrzehnten nachts Ruhe haben und dass wir neue Flächen gewinnen, auf denen wir Kleingärten, Grünanlagen, neue Flächen für Wohnungsbau gewinnen. Und das ist das, woran man es erkennt. Wenn wir mit unserer wirtschaftlichen Kraft und mit den richtigen Ideen solche Projekte machen, dann kann Hamburg schöner, größer, leistungsfähiger und attraktiver werden. Das ist unser Plan und dazu gehören viele, viele konkrete Maßnahmen. Und ich sehe immer, schon in meinem Leben als Bezirksabgeordnete früher, dass, wenn es konkret wird, dann beteiligen wir Bürgerinnen und Bürger, führen Diskussionen in Stadtteilen und finden auch gute Lösungen. Aber nichts in dieser Stadt verändert sich, ohne dass irgendeiner darin irgendeinen Nachteil empfindet. Was ich sagen will ist, wir können unsere Stadt nicht voranbringen, wir können sie nicht modern aufstellen, wenn wir versuchen, immer allen alles recht zu machen. Das finden wir immer an bestimmten Punkten. Dass von 100 Leuten 98 sagen, ja, mach es, aber zwei sehen einen Nachteil. Und das muss uns bewusst sein. Wir brauchen die Bürgerbeteiligung, wir brauchen gute Kompromisse, wir brauchen ja, kluge Lösungen. Aber wir können es nicht immer allen alles recht machen und deswegen müssen wir den Mut haben, an bestimmten Stellen Entscheidungen zu treffen. Nur wenn man sich aufs Sofa setzt und nichts mehr macht, dann sind alle zufrieden. Aber das führt eben zu keiner positiven Entwicklung, die unsere Hansestadt seit 800 Jahren auszeichnet. Und deswegen machen wir das so. Wir haben unseren Haushalt saniert die letzten Jahre. Als ich Finanzsenator wurde, hatten wir ein Defizit im Haushalt von 1 Milliarde Euro pro Jahr. 1 Milliarde neue Schulden jedes Jahr. Im letzten Jahr hatten wir einen Überschuss von 1 Milliarde Euro. Ja, das ist gutes Regieren in einer Zahl, wenn man so will. Und das wiederum gibt uns die Kraft, jetzt nicht nur alte Schulden zu tilgen, sondern auch in Zukunftsinvestitionen zu investieren, also Dinge, Projekte zu finanzieren, die man sich ohne diese wirtschaftliche Kraft nicht leisten könnte. Und ein Beispiel dafür findet ihr in den Bezirkswahlprogrammen und seht ihr in jedem Stadtteil. Hamburg investiert in den Bezirken nicht nur in den Wohnungsbau, sondern auch in die Schulen. Und zwar mittlerweile 2,4 Milliarden Euro in den Schulbau, die wir investiert haben. Und das sind neue, moderne Schulen, gute Räume für gute Bildung, die übrigens in Hamburg so vorankommt, dass außerhalb Hamburgs alle vom Bildungswunder in Hamburg sprechen. Also bei uns wird richtig gut gelernt. Und zwar alle, unabhängig vom Elternhaus.
und Herkunft. Und das funktioniert eben auch durch gute Räume, die offen sind für die Stadtteile. Wir schaffen Schulen, die eigentlich Stadtteilräume sind. Und als ich Anfang der Woche in Rahlstedt war, begrüßt uns der Schulrektor und sagt, wir haben hier ein tolles öffentliches Gebäude, einen Raum, in dem vieles stattfindet. Und übrigens, nebenbei ist es auch noch ein Bildungsgebäude. Also, so weit ist es, dass man noch daran erinnern muss, dass unsere Schulen eben vor allem natürlich Bildungsräume sind, aber sie sind eben auch offen für den Stadtteil, sodass sich mit der Schule im Grunde alles verbinden kann, was wir an sozialen, an gemeinschaftlichen Entwicklungen in Stadtteilen haben. Und wir bauen immer dazu neue Sporthallen. Auch das etwas, was ein großes Bedürfnis, ein Anspruch unserer Active City ist, dass wir überall auch neue Möglichkeiten schaffen, Sport zu treiben. Und es sind viele Sporthallen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Allein in den kommenden Jahren werden es über 50 weitere neue Sporthallen sein, mit zum Teil mehreren Hallenfeldern, die nicht nur die Schulen nutzen können, sondern auch alle Sportvereine in Hamburg, die eben eine wichtige sportliche, aber auch eine wichtige soziale und Gemeinschaftsfunktion haben. Und das ist ein Riesenfortschritt fürs gute Leben in Hamburg. Und so können wir die Themen durchgehen. Wir haben viele Kita-Plätze geschaffen. Wir haben jetzt Gebührenfreiheit in Hamburg seit vielen Jahren. In anderen Bundesländern versucht man es jetzt gerade einzuführen. Und unser Plan ist, dass das erstens weitergeht und dass wir jetzt zweitens eben auch die Qualität verbessern, das Betreuungsverhältnis in den Kitas voranbringen. Und da übrigens herzlichen Dank für die Unterstützung des Bundes, lieber Finanzminister. Wir haben jetzt in dieser Woche ein SPD, ein Gute-Kita-Gesetz, was die Länder dabei unterstützt, Gebührenfreiheit herzustellen und die Qualität in den Kitas zu verbessern. Das ist eine ganz wundervolle Aufgabe, die sich aus Hamburg heraus in ganz Deutschland umgesprochen hat. Ein weiteres Thema, genauso wichtig und grundlegend. Sauberkeit und Ordnung. Wir haben schon 2011 klargestellt, Ordnung muss sein. Und die Kriminalitätszahlen gehen zurück. Wir haben einen Plan. Wir haben 400 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadtreinigung eingestellt, um die öffentliche Sauberkeit voranzubringen und die Bezirke dabei zu entlasten, zum Beispiel die Grünanlagen in Schuss zu halten. Das Personal ist geblieben. Sie können dann andere Aufgaben wahrnehmen. Wir haben vor, 500 zusätzliche Polizisten auf die Straße zu bringen, Angestellte in Uniform einzusetzen, weil uns völlig bewusst ist, dass die innere Sicherheit und Ordnung für eine Stadt wie Hamburg etwas ist, was sich die Hamburgerinnen und Hamburger wünschen und was wir auch sicherstellen werden weiterhin. Und da bin ich dann bei der Problemlage mit den ganzen Baustellen. Das nervt ja viele. Und einige beschweren sich darüber. Vor allem gerade die, die dazu beigetragen haben, durch fahrlässiges Unterlassen, dass wir Straßen haben mit tiefsten Schlaglöchern. Und deswegen haben wir jetzt über 100 Millionen jedes Jahr dafür in die Hand genommen, um die Straßen zu sanieren und in Ordnung zu bringen, weil das ist etwas, was wir in einer modernen und attraktiven Stadt brauchen. Aber das geht eben einher mit vielen Baustellen. Das ist wie eine Wohnung renovieren. Wenn man es macht, ist es ein Riesenaufwand und Ärger, aber am Ende ist es eben auch fertig. Und genau das ist unser Plan, dass wir unsere Stadt in Ordnung bringen. Und dazu gehören leider viele Baustellen, die wir allerdings vielleicht noch einen Tick besser koordinieren wollen. Auch das werden wir hinbekommen. Aber wir werden weiter bauen und die Stadt in Ordnung bringen. Wir bauen jedes Jahr 30, 40, 50 Kilometer neue Radwege. Das wisst ihr alle in den Bezirken, was das bedeutet, dass man eben auch komfortabel mit dem Rad unterwegs sein kann. Und unser Radverkehrsanteil steigt. Das setzen wir fort. Und nebenbei bemerkt, alle dürfen sich gerne an die Verkehrsregeln halten. Das ist ein Punkt,
Gehen wir immer gleich, wenn wir jetzt eine neue Radfahrstraße oder einen neuen Radweg, einen neuen Fahrradstreifen einweihen, können wir gleich dazu eine super neue Möglichkeit, Rad zu fahren. Und alle sind herzlich eingeladen, das auch nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung zu tun. Ein wichtiger Abschnitt im Leitantrag ist die Frage, dass wir eben mit den Bussen und Bahnen eigentlich in einer Stadt, in einer verdichteten urbanen Metropole am besten ans Ziel kommen. Pünktlich ankommen, ohne Stau, da ist die beste Garantie, mit U- und S-Bahn zu fahren. Und deswegen kann man da auf einiges verweisen. Und ich rede nicht nur davon, dass wir jetzt endlich eine neue, dringend benötigte U5 bauen. Das ist ein Jahrhundertprojekt und wird noch 10 Jahre in Anspruch nehmen. Aber die U-Bahn Elbbrücken ist so gut wie fertig. Die U-Bahn-Station Oldenfelde kommt sehr bald, die S-Bahn Ottensen auch. Und ab Dezember diesen Jahres haben wir Maßnahmen mit den Verkehrsunternehmen vereinbart, die dazu führen, dass die Kapazität von Bussen und Bahnen, und das kommt in allen Bezirken und Stadtteilen an, über 20% gesteigert wird. Dass Busse und Bahnen größer werden, dass sie häufiger fahren, dass sie modern sind, ab 2020 nur noch übrigens emissionsfreie Busse. Und das entlastet gerade all diejenigen, die ja gerne Bus und Bahn benutzen, die komfortabel zur Arbeit kommen wollen, aber nicht in überfüllten Bahnen und Bussen, sondern eben komfortabel, sodass man auf dem Weg der Arbeit auch noch Zeitung lesen kann. Und deswegen ist das ein wichtiges Projekt für die Mobilität ganz Hamburgs. Denn jeder, der mit der Bahn fährt, der in die Bahn umsteigt, macht den Straßenraum oberirdisch frei für den Fuß- und Radverkehr und für alle anderen, die dann noch Auto fahren wollen oder müssen. Und das ist ein gutes Konzept, das wir in Hamburg mit Nachdruck verfolgen. Am Ende ist es so, dass in den Bezirken natürlich alle ihren Auftrag haben und wir deshalb auch das Personal verstärkt haben. Und zwar insbesondere in den Bereichen, in denen die wichtigsten Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen werden. Zum Beispiel bei den sozialen Diensten, bei der Familienhilfe, in der Seniorenarbeit. Bei den Bautätigkeiten, der Straßenbau, der Wohnungsbau muss in den Bezirken abgearbeitet werden. Und deswegen haben wir das Personal verstärkt. Übrigens auch in den Kundenzentren, die jetzt einheitlich von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben, die keine langen Wartezeiten mehr haben. All das haben wir als Beleg dafür, dass wir gut regieren, gezeigt. Und unser Plan ist, dass wir weitergehen mit einer modernen, kundenfreundlichen Verwaltung, indem wir Online-Dienste anbieten, dass wir unsere Dienstleistungen modern über das Internet anbieten, sodass man eben nicht mehr ganz so häufig zum Amt muss, jedenfalls dann nicht, wenn man es nicht wünscht, sondern in einer modernen Welt von zu Hause, im Internet, Kundendienstleistungen gerne der Stadt beantragen möchte. Das wird eine Aufgabe der nächsten Jahre sein, an der sich dann auch die Bezirke beteiligen müssen. Wir haben als Hamburg-Partei, glaube ich, keinen Zweifel daran gelassen, dass wir die Wirtschaftspartei sind, dass wir die Wirtschaft stärken, die Elbvertiefung kommt. Die grüne Umweltbehörde hat uns die Ausgleichsmaßnahme, die wir brauchten, auf der Billwerder Insel zur Verfügung gestellt. Wir können jetzt die Elbe vertiefen. Wir werden den Hafen modernisieren, wir schaffen viele neue Arbeitsplätze für gute Arbeit und dazu gehört eben auch ein angemessener Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde, den wir in unserer Stadt einführen. Dafür haben wir die Tarifverträge mit den Gewerkschaften für unsere öffentlichen Unternehmen jetzt in der Verhandlung. Wir haben auch vieles schon abgeschlossen. Das muss möglich sein. Gute Arbeit, gut bezahlte Arbeit bedeutet eben auch, dass man im Alter von seiner Rente leben kann. Und auch hier sind wir in einem Projekt unterwegs, das ein Vorbild sein wird für ganz Deutschland. Ich bin sicher, dass das Nachahmerinnen und Nachahmer findet und dass das die Zukunft bedeutet, dass wir alle, die Vollzeit, jeden Tag Vollzeit arbeiten, ihr Leben lang am Ende dann auch von der Rente leben können. Alles in allem, wird dann die Frage gestellt, wofür steht die SPD in Deutschland? Das ist eine wichtige Frage und die wird auch überall gesprochen. Hier in Hamburg ist aber klar, wofür die SPD steht. Hier ist die Sache klar. Wir stehen für ein wirtschaftlich starkes,
attraktives Hamburg. Wir werden das Wachstum der Stadt positiv gestalten, mit einer besseren Lebensqualität für alle, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt. Wir werden gute Bildung weiter fortführen, und zwar von der Kita, von der gebührenfreien Kita, über gute Schulen bis hin zu exzellenten Universitäten. Wir werden bezahlbaren Wohnraum für ein gutes Leben aller Generationen, auch im Alter, sicherstellen. Und wir werden das alles mit einem Optimismus tun, mit einem Selbstbewusstsein und mit einer gemeinsamen Zuversicht und einem positiven Blick auf die kommenden Jahre, mit einer modernen Großstadtpolitik für ganz Hamburg und für jeden einzelnen Bezirk. Herzlichen Dank.